Na ja. Hey, willkommen zu einer Runde Hypixel Bed Wars. Und ich bin heute auf Hypixel, weil ich ein Thema ansprechen möchte. Nämlich, wie viel ich mit YouTube, Twitch etc. pp. Verdiene. Also, ich werde jetzt mal meine Einnahmen veröffentlichen. Weil ich das ein super interessantes Thema finde. Und ich finde es halt super interessant, dass so anzusprechen, weil ich mir gedacht habe, so bevor ich YouTube gemacht habe, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, wie viel die Leute so verdienen. Und deswegen möchte ich das jetzt mal als kleinerer YouTuber leaken. Von so größeren weiß man das ja teilweise, aber bei so kleinen, zum Beispiel bei Leak oder so, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel der verdient. Und bevor ich zu meinen Einnahmen komme, ich werde dir jetzt gleich am Anfang sagen, möchte ich sagen, dass ich extrem viel für meine Reichweite verdiene. Also ich verdiene jetzt wahrscheinlich deutlich mehr als Leak, Oma Nock etc., als Lucky Luke. Wo Lucky Luke seinen BRC-Referral-Link hat, damit wird er wahrscheinlich auch ordentlich Asche machen. Und ich möchte nicht abgehoben oder so sein mit dem Ding. Ich möchte auch nicht flexen mit den Einnahmen. Ich möchte es halt einfach mal leaken, weil ich finde, das ist ein super interessantes Thema. Und ich glaube, das könnte super interessant für euch zu sein. Und wir kommen hier nicht zurück. Landet das Zeug da? Ich hoffe es. Und weil ich halt jetzt so die Reichweite habe oder jetzt halt so Geld damit verdiene, finde ich es interessant, das mit euch zu teilen. Bitte denkt nicht, ich sei abgehoben. Bitte denkt nicht, ich will flexen. Bitte denkt auch nicht, ich mache YouTube oder so wegen dem Geld. Ich mache das nicht wegen dem Geld. Ist natürlich mega nice, wenn man auf einmal mit seinem Hobby so Geld verdient. Aber quasi, das ist cool, dass es sich von einem Hobby jetzt dahin entwickelt hat. Ich habe das nicht so angefangen, weil ich mir dachte, geil, irgendwann ganz viel Geld verdienen, reich werden. Das funktioniert auch nicht. Aber jetzt quasi, um die Einnahmen direkt zu droppen, bevor ich mich wieder verplapper. Ich habe im Dezember so 560 Euro verdient, mit allem drum und dran. Und dann dachte ich eigentlich, Dezember lief so gut, das wird im Januar weniger werden. Und im Januar ist es dann komplett eskaliert. Im Januar habe ich dann 1160 Euro verdient, was halt extrem viel ist. Quasi der CPM auf YouTube hat sich halbiert, aber ich hatte so viel mehr Klicks, dass ich dann halt trotzdem mehr Geld gemacht habe. Und Twitch hatte auch angefangen, dann im Januar zu explodieren. Und dann habe ich jetzt im Februar ganze Trommelwirbel fast 2000 Euro gemacht mit allem drum und dran, was halt unendlich viel ist eigentlich. Also es ist so super viel. Ich sage euch jetzt gleich auch mal, mit was allem ich das gemacht hat, also woraus sich das jetzt zusammensetzt, weil ich habe nicht alles durch YouTube alleine gemacht. Ich habe ja, das Wort ist glaube ich Diversität. Also ich habe mir quasi viele so Sachen aufgebaut, durch die ich Geld verdiene. Zum Beispiel durch YouTube, Amazon, Affiliate, Twitch, dann Donations. Dann habe ich durch einen Troubler Creator Code noch Geld gekriegt. Quasi nicht nur eine Sache. Das ist auch so ein Tipp quasi. Ich fühle mich so dumm, wenn ich das sage, aber so, wenn man online Geld verdient, man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, sondern quasi sich verschiedene Stützpunkte oder so verschiedene Stelzen aufbauen. Weil vielleicht läuft eine Sache in einem Monat nicht so gut und dann hat man trotzdem noch eine andere Sache. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen jetzt im Februar. Ich habe durch YouTube 565 Euro verdient. Ich habe ungefähr 520.000 Klicks gehabt, was extrem viel ist. Also ich hatte zum Beispiel auf YouTube mehr Klicks als jetzt Wichtiger. Man denkt ja eigentlich, Wichtiger ist deutlich größer als ich, aber den Klicks halt nicht wirklich. Das ist halt insane. Also die Klicks für meine Reichweite, für meine Größe sind extrem gut. Ich mache ja auch 4 Videos pro Woche, was sehr viel ist, aber trotzdem habe ich extrem gute Klicks und wir haben die Runde gewonnen. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten. So, nächste Runde, um das noch fertig zu führen. Also, ich mache ja sehr viele Videos, aber so, es zahlt sich auch aus. Aber nur quasi von YouTube an sich könnte ich nicht leben, aber dann kommt halt noch Amazon Affiliate dazu. Das zähle ich quasi mal mit YouTube-Einnahmen, weil ich glaube, die meisten Leute, die auf meinen Amazon Affiliate-Link drücken, kommen von YouTube, von meinen Maus-Reviews oder so. Kann ich auch mal leaken. Ich werde die ganzen Sachen hier einblenden. Hallo, du in dem Cut, blend die Sachen ein. Matthäus im Cut macht das. Da habe ich, glaube ich, ungefähr, ich glaube, auf meinen Links so 400 Klicks pro Tag. Wenn ich halt so ein Video droppe, wo ich sage quasi, oh, kauft euch die Maus etc. pp. Oder wo ich das reviewe, dann sind das natürlich mehr. Und mit Amazon Affiliate mache ich ungefähr im Monat 200 Euro. Ich hätte niemals damit gedacht, dass ich durch Amazon Affiliate so viel Geld machen kann. Oder dass man durch Amazon Affiliate so viel Geld macht. Ich habe mir das ja eigentlich als einen Joke gemacht am Anfang, weil quasi jeder größere YouTuber hat Amazon Affiliate. Habe ich mir gedacht, hau ich das auch rein. Im ersten Monat oder so lief es nicht so gut, aber ab Dezember lief Amazon Affiliate richtig, richtig gut. Also im November habe ich damit wir holen den Gegner noch kurz. Im November habe ich damit so 25 Euro verdient, im Dezember habe ich damit 80 Euro verdient und ich dachte eigentlich dann, mit 80 Euro ist Schluss, weil Dezember bester Monat, Dezember alle Leute kaufen sich was. Ich dachte, das wäre dann schon gecapped und dann habe ich halt im Januar 200 Euro damit verdient und im Februar auch 200 Euro. Ich glaube, das liegt auch damit so zusammen, dass mein Kanal so unglaublich gewachsen ist. Aber das ist halt
extrem fühlen. Das Beste an Amazon Affiliate ist halt, dass das euch nichts kostet, quasi, dass ihr halt quasi nur auf den Link klickt von mir und falls ihr dann in den nächsten Tagen irgendwas kauft, kriege ich eine Provision davon. Und Amazon Affiliate ist extrem nice, weil es halt euch nichts kostet. Ihr klickt einfach auf den Link und wenn ihr dann in den nächsten Tagen irgendwas kauft, also es muss gar nicht das sein, was im Link war, dann kriege ich halt Geld. Cool, dass Amazon was anbietet, besonders für so Content-Creatoren. Deswegen merkt euch, falls ihr auf so eine Webseite klickt, wo die irgendwas verlinken, haben die safe einen Amazon Affiliate-Link und verlinken das und kriegen damit Geld. Wahrscheinlich auch relativ viel. Und jetzt kommen wir mal zu meinen Twitch-Sachen, was halt jetzt absolut eskaliert ist im Februar. Zum Beispiel durch Twitch, allein durch Subs und Cheers und Werbung in Twitch, obwohl ich nicht so viel Geld durch Werbung mache, durch Twitch, das lohnt sich nicht, habe ich $570, das sind ungefähr 470 Euro gemacht. Und das liegt halt vor allem daran, es gab ein paar Leute, die extrem viele Subs gegiftet haben oder auch extrem viel donated haben. Zum Beispiel Leo, der hat so viel Geld donated, viel zu viel. Da fühle ich mich auch immer ein bisschen schlecht, weil ich mir immer denke, mit dem Geld, was man donatet, kann man viel besseres Zeug machen. Also man kann sich doch eher, weiß nicht, für sich selbst Flügel oder so kaufen, anstatt das Geld zu donaten oder anstatt so einen Zap zu giften und kauft sich irgendwas Cooleres. Es geht doch bestimmt coolere Sachen. Aber ja, also habe ich durch Subs und Cheers, also das ganze Twitch-interne Zeug, 470 Euro gemacht. Und durch Donations, also quasi durch Tippy-Stream alleine, habe ich 755 Euro gemacht. Weil Leo hat halt 400 Euro alleine rausgehauen, was halt viel zu viel Geld ist. Also viel zu viel Geld. Quasi müsst ihr euch vorstellen, einer haut halt alleine 400 Euro raus. Ja. Ja. Und dann kommt zu den ganzen Zeug noch, so als Sahnehäubchen ganz oben drauf. Meine In-Trouble-Einnahmen, die waren, glaube ich, jetzt so 120 Euro, ich weiß es nicht genau. Sowas ungefähr. Private Sachen liegen. Also ich bin rundum bei allen zusammen so ungefähr bei 2100 Euro, was halt sehr, sehr, sehr viel Geld ist. Also müsst ihr euch vorstellen, quasi vor einem Monat oder vor zwei Monaten war das noch einfach nur ein Hobby. Jetzt ist es immer noch ein Hobby, aber jetzt ist es quasi ein Hobby, von dem ich leben könnte. Aber ich habe ja natürlich nicht nur Einnahmen, ich habe auch Ausgaben. Zum Beispiel, ich habe auch ein Gewerbe angemeldet, was viele, so von dem, was ich mitbekommen habe, viele nicht haben. Also muss ich jetzt dann wahrscheinlich auch für dieses Jahr dann Steuern zahlen, ich muss eine Steuererklärung machen. Und ich habe noch andere Ausgaben, zum Beispiel das Thumbnail, was ihr jetzt hier in dem Video seht. Oder allgemein habe ich jetzt jemanden, der Thumbnails macht. Das kostet dann so 10 Euro pro Thumbnail. Dann werde ich mir noch in Zukunft Cutter besorgen. Das wird auch noch ein bisschen was kosten. Und der Typ hat hier einfach ein wunderschönes Zeug eingebaut. Nein, warum hast du das damit eingebaut? Warum, mein Freund? Warum? Warum bist du so nervig? Wir versuchen den Typ noch kurz zu holen. Aber ich glaube, das wird schwierig. Wir müssen uns jetzt einfach die beste Rüstung irgendwie holen. Das beste Ding da, das ist die beste Spitzhacke. Dafür brauchen wir aber noch mehr Gold. Wir holen uns gleich mal Effizienz. Effizienz ist da. Nein. Verdammt. So, wir warten jetzt hier einfach mal ein bisschen ganz gediegen. Der chillt da, wir chillen hier, der sieht uns nicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch einen, der anfängt für mich TikToks zu machen. Oder ich fange jetzt auch einen YouTube-Short-Kanal an. Das mache ich. Und zum Beispiel die ganzen Sachen könnte ich auch selber machen. Aber ich weiß, dass wenn ich jemanden dafür bezahle oder so, kann ich halt mehr Zeit dann da rein investieren, besseren Content zu machen oder selber Content zu machen. Wie in Videoideen oder so brainstormen. Also es lohnt sich jetzt, weil ich halt die Reichweite habe und damit Asche zu verdienen, dass ich das auch investieren kann. Zum Beispiel habe ich jetzt ja auch mein Setup geupgradet oder bin dabei, mein Setup zu upgraden. Dann kann ich halt meine Qualität in Videos und Streams nochmal verbessern. Aber es sind halt auch alles so Sachen, zum Beispiel eine Cutter oder so. Ihr seht ja, ich kann die ganzen Videos auch selber cutten. Ich investiere da halt sehr viel Zeit rein, kann mich dann, wenn ich mir eine Cutter hole, dadurch entlasten. Aber so kleineren Leuten würde ich das halt nicht empfehlen, weil es alles noch selber geht. Und solange ihr noch nicht Geld damit verdient, solltet ihr das auch nicht für sowas ausgeben. Wenn ihr Geld damit verdient und wisst, ihr könnt einen bezahlen, dass es besser wird, euer Content, dann ist so der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ja, zum Beispiel auch Setup upgraden. Ich werde mir jetzt vielleicht in absehbarer Zukunft ein Shure SMB7, wie auch immer das heißt, das Mikro holen, was gefühlt alle haben, was halt meine Qualität ein bisschen verbessern wird, was mein so das Aufnehmen ein bisschen erleichtern wird auch, weil man da ein paar Sachen einstellen kann. Das sind auch so Sachen, holt ihr euch nur, wenn ihr genug Asche verdient. Oder ich habe ja jetzt auch mein Schneideprogramm und so gekauft. Wahrscheinlich alle, die das Video schauen, haben es gecrackt, was ich auch nicht schlimm finde. Ich habe es
quasi auch gecrackt gehabt, bevor ich Geld damit verdient hatte, weil man hat davor quasi einfach nicht, bei mir kostet das jetzt 15 Euro im Monat, man hat davor quasi einfach nicht die 15 Euro im Monat, die man einfach dafür ausgeben möchte. Aber jetzt quasi, wo ich es verdiene, kann ich das halt da rein investieren. Wir versuchen noch, den Gegner jetzt zu holen, den letzten, ne? Den wunderschönen Schwitzer, was auch immer der für Sachen hier hat. Aber wir haben jetzt relativ gute Rüstung, deswegen sollte das eigentlich fit gehen, oder wir haben jetzt noch Haste. Deswegen kriegen wir das Ding jetzt mit einer Diapick auf. Perfekt. Dann haben wir ihn gleich noch tot und sinnlos in der nächsten Runde. So, dritte und letzte Runde. Und feiert ihr das, wenn ich so ernste Themen an Anführungszeichen anspreche oder halt mal so Themen anspreche und nicht einfach nur so Gameplay mache mit Challenges etc. pp. Weil das wurde auch in meinem Discord gepostet. Ich habe ja einen Discord, wo ich quasi auch einen Channel habe für Videovorschläge. Da wurde auch reingeschrieben, so Storytimes oder sowas. Soll das mal kommen, dass vielleicht einmal im Monat eine Storytime kommt. Da hätte ich ein paar Sachen, die man da raushauen könnte. Weil ich bin da ja auch ein bisschen dabei rum zu experimentieren. Und wir versuchen, dass wir jetzt den Typ da holen können. Wunderschön, der hat sein Bett aber relativ gut eingebaut, aber wir lassen uns jetzt einfach töten, aber haben unser ganzes Equip da reingelegt. Es juckt mich dann nicht, dass ich tot bin. Guck mal, wir haben ihn slow gemacht, haben sein ganzes Equip gelootet. Easy peasy, lemon squeezy. Und ich habe, wenn ihr das Video seht, gestern YouTuber-Rang auf Hypixel beantragt. Mal sehen, ob das was wird. Ich glaube nicht. Ich hoffe trotzdem drauf, weil man braucht dafür 30.000 Abonnenten auf YouTube, die ich halt nicht habe. Über YouTube werde ich das nie bekommen. Aber man braucht auch 30.000 Follower auf Twitch oder 50 durchschnittliche Zuschauer oder und 50 durchschnittliche Zuschauer. Und ich habe halt so 200 bis 300 durchschnittliche Zuschauer. Also vielleicht funktioniert das, weil ich auch Twitch-Partner bin. Wahrscheinlich aber nicht. Es wäre cool. Also mal sehen, ob das was wird. Und so ein weiteres Business-Thema. Ich wurde angeschrieben von dem Management, dass die mich haben wollen. Was sagt ihr denn dazu? Ich muss da mal mit anderen größeren YouTubern drüber reden, also zum Beispiel Celtics oder so. Ich muss die mal fragen, bei wem ist er es oder ob das sinnvoll ist. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, weil mit so einem Management kann man bessere Werbedeals kriegen oder die vermitteln einen dann Werbedeals. Dann könnten die mir wahrscheinlich was vermitteln, dass ich mit Rocket oder sowas machen kann. Weil ich habe Rocket ja schon angeschrieben. Die haben mir leider noch nicht geantwortet. Aber es wäre halt richtig cool, wenn man mit denen so ein Partner wäre, wie wichtiger. Ich glaube, ich könnte dann auch Rocket auf den Sack gehen, dass die so eine Debounce-Zeit einführen oder ich könnte die auf jeden Fall fragen. Und dann könnten vielleicht auf der kein 200 oder so auch CPS anbekommen, weil es dann nur ein Softwareproblem ist. Ich sehe doch, dass du da bist, Typ. Ich sehe doch, dass du da bist. Komm, gehst du mit hier hoch? Nein? So blöd bist du nicht. Nein. Schade, Schokolade. Da habe ich gedacht, ich kann sein Bett holen, aber es hat leider nicht so gut funktioniert. Dann versuchen wir jetzt, das Bett vom Roten zu holen. Ich hoffe, ich habe alle Themen angesprochen, die ich ansprechen wollte. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt mit den Einnahmen etc. pp. Ihr müsst jetzt nicht hoffen, wenn ihr so ein YouTube anfangt. Man sollte das ja sowieso nicht wegen dem Geld anfangen, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt vor 3 Jahren so mit YouTube angefangen, so Ende 2018. Und jetzt quasi fange ich an, ein bisschen Geld zu verdienen. Halt immer noch nicht unendlich viel, aber also es ist schon sehr viel, aber quasi fange ich an, Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, schon relativ schnell, wie ich da jetzt wachse. Also mein Wachstum ist ja enorm gut und ihr solltet ja nicht dem Geld hinterherlaufen und ja, vor allem solltet ihr nicht erwarten, dass ihr auch so viel Geld verdient. Wir haben ganz viel Eisen, das heißt, wir holen uns ganz viele Fireballs. Super duper viele Fireballs. Ich denke, der Typ wird über da kommen. Es wäre nur sinnvoll, wenn der Typ über da kommt, weil der ja schon zum Türkisen gelaufen ist oder geht in die Mitte. Aus der ein bisschen... Ja, das Typ kommt immer da. Dann werden wir gleich eine Fireball hinhauen. Oder noch eine zweite und hoffen, dass wir ihn damit holen. Ist er down? GG! Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, das war ein interessantes Thema für euch. Ja, ich habe eigentlich schon alles angesprochen in dem Video. Denkt nicht, dass ich abgehoben bin. Ich will nicht damit flexen. Ihr seht jetzt noch Videos, auf die ihr draufklicken könnt. Und tschüss.